Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us. Mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben, abzuhauen. Wovor? Das wissen wir selber noch nicht. Wir gucken einfach mal. Einfach immer hinterher. Okay, hier hochklettern. Hopp. Das können wir inzwischen schon gut. Ach, danke schön. Das ist ja diesmal Service. Ja, Kletter wäre nett. Dankeschön. So, jetzt versuchen wir hier hoch zu klettern. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Robert angeärgert, sagen wir so. Und ja, er wollte es ja nicht anders. Er wollte uns nicht die Waffen geben, beziehungsweise konnte uns nicht die Waffen geben. Und deswegen haben wir ihn ins Gras beißen lassen. Was ist denn hier los? Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Okay. Hier lang. Das war wohl eine Explosion, was? Wow. Jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Um die Schulter zu wechseln, was? Nee, ist der Lauschmodus. Ja, wie wär's, wenn du mal reingehen würdest? Dankeschön. Wohl auch Zeit. Okay, wir können wieder in Normalmodus gehen. Wieder einige Sachen, die wir aufheben können. Sammle Zahnräder, um deine Waffen zu verbessern. Okay, dankeschön. Ich wollte sowieso mal gucken. Zurück, wie wir hier einiges... Ah, okay. Stellt ein Messer her. Artefakt. Und Messer, Band, Lumpen, Alkohol, Sprengstoff, Zucker, Nahkampfwaffe. Okay, so können wir also in die Tasche interagieren. Ach, wir sollen jetzt zur Tür, oder wie? Einige von euch haben sich ja gewünscht, dass ich das mit Facecam mache, aber ich finde, das passt einfach nicht zu einem Story-Spiel wie diesem. Achso. Achso, nach links schieben. Okay, hab's verstanden. Ja, also, ist genauso eine Sache wie COC und Facecam, ist eigentlich genauso unnötig, aber in The Last of Us will ich die Facecam wirklich weglassen. Hey, hältst du das noch durch? Ja, passt schon. Denn, ja, die Facecam passt eigentlich nur zu Horrorspielen. Moment. Zu den meisten Horrorspielen. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Okay, wir sollen jetzt ein bisschen schleichen. Das macht Spaß. Die dürfen uns auf jeden Fall nicht entdecken, glaube ich. Okay, da läuft ja einer her. Erschießen würde ich, glaube ich, nicht. Ich will nicht die Aufmerksamkeit der anderen hervorrufen. Und runter. Oh, hier geht's lang. Hab ich nicht gesehen, sorry. Immer noch immer noch kriechen oder... Jo, tatsächlich. Ei! Das wird ja immer... Wow, da steht auch noch einer. Wie sollen wir das denn anstellen? Ich nehme den hier. Vielleicht ich kann man den anderen. Das Spiel gefällt mir. Da muss man denken... Okay. Was? Das bringt doch gar nichts, wenn sie sich da versteckt. Ich meine, der Typ steht da. Vielleicht sollen wir jetzt mal hier rein. Backsteine haben wir schon genug. Wie können wir eigentlich die Waffen wechseln, würde mich mal interessieren. Lauschmodus. So. Okay, da steht auch einer. Die gucken sich anscheinend gegenseitig an. Ich versuche trotzdem mal herauszufinden, wie man die Waffe wechseln kann. Ich krieg's irgendwie nicht geschissen, die Waffe zu wechseln. Firefly-Anhänger, Trainingsbücher. Okay. So, nein. Okay, Zielen brauchen wir nicht. Ah, super, wir haben nachgeladen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ja gut. Da steht jemand. Ich weiß nicht, hat es Sinn, wenn wir jetzt schießen oder... Glaube nicht. Aber uns hört, ist auch so eine Sache. Okay. Vorsichtig. Greifen! Du hast mich. Okay. Okay, wir erwürgen ihn besser. Ich will mit den Schüssen nicht die Aufmerksamkeit der anderen erregen. Und das hat ja perfekt geklappt. Sie hat den anderen umgebracht und das lief eigentlich relativ gut. Hier liegen ganz schön viele Backsteine um. Oh, das ist auch noch was wir aufheben können.
Ja, ich bin vorsichtig, aber ich will aufheben. Lauschmodus aktiviert. Ist hier jemand in der Nähe? Scheint nicht so, ne? Nur die beiden, aber... Ah, da kommen welche von draußen. Wie konnte er uns nicht entdecken? Okay. Mach Platz, mach Platz, mach Platz. Oh, ich glaube, er hat gemerkt, dass sein Kumpel hier tot liegt. Und da hinten ist auch noch einer, den wir erwürgen könnten. Schätzungsweise, ich weiß jetzt, wo wir ungefähr lang müssen. Wahrscheinlich hier lang. Wir können ja nicht die ganze Zeit rumkriechen. Viele heute. Ich weiß, dass es viele sind, aber wir haben in der letzten Folge auch schon einiges geschafft. Die Frage ist jetzt, kriegen wir ihn, ohne dass es die anderen merken? Boah, macht doch nicht so viel Krach. Runter, runter mit dir, runter mit dir, runter mit dir. Und komm, komm. Ah, du machst es kompliziert. Okay. Kommt ihr? Ich hab ihn. Schnell und leise. Ja, das kann ich bis jetzt gut. Oh, da hinten ist jemand am rumgehen. Ist hier. Okay, die gucken sich gegenseitig an. Das ist das Problem. Wir könnten natürlich viel Krach machen. Allerdings bin ich nicht so der Fan von. Ich habe ja gesehen, was es wurde. Backsteine haben immer noch genug. Ah, Mann. Die machen hier Patrouille. Wobei, der eine ist jetzt runtergegangen. Das wäre eigentlich unsere Chance. Okay. Natürlich, wir könnten jetzt schießen. Oder wir machen es anders. Ich habe einen Plan. Macht mal... Okay, die holen schon ihre Waffen raus. Die glauben wohl nicht an mich. Ist der blöd oder merkt er das nicht? Du musst das nicht tun. Doch, muss ich. Es tut mir doch leid. Vielleicht. So, okay. Das hat gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappen würde. Jetzt kümmern wir uns um den. Langsam, aber effektiv. Um Patronen zu sparen. Ich schätze mal, die Patronen werden wir später nochmal brauchen. Wow! Fuck! Runter! Schieß doch, Tess! Ich habe ihn nochmal in die Nüsse geschossen. Schieß sie allen in die Nüsse. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Tut mir leid, wenn das Mikrofon gerade im Ausschlagen war. Hui! Das war not bad. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich runter, oder? Das sind hier noch welche. Nee, wahrscheinlich nicht. Das waren wahrscheinlich alle. Schätzungsweise. Jetzt sind wir schon mal drüben. Okay. Ja, Ladies first. Na, okay, dann gehe ich eben vor. Oh, ist wohl gar keiner drin, was? Das trifft sich gut. Okay, wir haben wieder Krach gemacht. Wohin gehen wir, Marleen? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay, das ist gut, dass es nicht mehr weit ist. Wir müssen ja irgendwas schmuggeln, hat sie gesagt. Die Frage ist nur, was wir schmuggeln müssen. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Ich auch. War ein langer Tag auf jeden Fall für den Joel. Wir sind jetzt auch gleich da. Okay, das ist sehr gut. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Zeig's euch. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall erwischen lassen. Gar keinen Fall. Ist hier noch irgendwas? Es tut mir leid, wenn ich jetzt kurz gucke. Nee, hier scheint nicht zu liegen. Joel, hilf mir mal eben. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Wow. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie?
Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ja gut, da schmuggeln wir Menschen. Ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Ja, das waren wir. Die Fireflies. Oh, das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Okay, das machst du sehr gut. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Ah, die Treppe runter. Okay, ich hab's verstanden. Spiel, ich hab's verstanden. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall erwischen lassen. Ellie, komm mit. Ah. Das wird jetzt eine schwierige Situation. So. Kommst du? Ja, sie geht hier eiskalt lang. Okay. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall von dem Militär erwischen lassen, weil, ja, wie gesagt, wenn wir erwischt werden, werden wir verurteilt. Los, mach ihn. Das ist nicht so schnieke. Oh. Hashtag no risk, no fun, würde ich sagen. Komm, Ellie, komm. So, jetzt müssen wir eigentlich außer... Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Sichtweite. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Hier muss ja irgendwo eine Leiter sein, nicht? Oder wir nehmen eine Mülltonne, das geht natürlich auch. Juhu. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt nehmen wir den hier. Ja, passt doch. Jetzt klettern wir so geschmeidig hoch. Kommst du? Wäre ganz nett, wenn du es tust. Ja. Willst du noch eine Einladung haben? Ja, okay. Ups. Kommt sie da nicht? Ja, stimmt, sie ist ein bisschen kleiner, was? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ist hier vielleicht irgendwo was oder ist das ein Spielebug, dass sie nicht hochkommt? Nee. Ja, oder Moment, wir gehen nochmal hoch. Eigentlich, wir könnten ihr ja hochhelfen, nicht? Ah, das wollte ich gar nicht. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommt sie hoch? Ich meine, wir können dir doch locker flockig hochhelfen, nicht? Ellie, kannst du bitte hier so hochklettern? Ja, ich gehe jetzt einfach weiter. Ich glaube, irgendwann kommt sie hoch, oder? Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Weiter geht's. Kommst du? Oh, sie lässt sich aber Zeit, ey. Der Tunnel schmuggelt ihr...
Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Ja, du bist etwas ganz Besonderes. Mit dir und Marlene. Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ja, aber so gemeint darfst du jetzt auch nicht reden. Wir wollen noch ein bisschen freundlich bleiben hier. Hier geht's rein, oder? Ja. Hier ist es. Gemütlich. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Wie so ein überforderter Vater. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Wer hasst es nicht? Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn wir Ellie den Fireflies überlassen. Aber es gehört ja wahrscheinlich zum Spiel, nicht? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Er war nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ach, hier ist wieder so ein Geheimversteck. Davon gibt es ja relativ viele in diesem Spiel. Na los. Ja, Ladies first natürlich. Wie es für einen wahren Gentleman halt gehört. Und damit würde ich auch sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Outlast. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und über Kommentare natürlich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.